Gerade am Anfang einer Ausbildung kommt es oft dazu, dass Azubi und Ausbildungsbetrieb enttäuscht sind und den jeweils anderen für ungeeignet halten. Sie wollen die Ausbildung nicht fortsetzen. Auf welche Weise kann man sich aber überhaupt trennen? Wann darf der Azubi gehen und wann darf ihn der Ausbildungsbetrieb einfach auf die Straße werfen? Schau dir dieses Video, ob du Azubi oder Ausbildung oder Ausbilder bist, bis zum Ende an. Ich gebe am Ende noch für beide Seiten praktische Tipps. Einfach so den Ausbildungsbetrieb wechseln geht gar nicht. Wenn du Azubi bist, musst du zunächst das Ausbildungsverhältnis mit dem Altbetrieb beenden. Also zum Beispiel einen Aufhebungsvertrag schließen. Das geht immer. Oder kündigen. Für einen Aufhebungsvertrag brauchst du aber das Einverständnis des Ausbildungsbetriebes. Wenn der nicht einverstanden ist, stellt sich die Frage, ob du auch einseitig kündigen kannst. Für die Kündigungsmöglichkeiten kommt es entscheidend darauf an, wie lange die Ausbildung schon läuft. Während einer Probezeit, die zwischen einem und 4 Monaten dauert, kann das Berufsausbildungsverhältnis jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist, also quasi sofort, gekündigt werden. Nach Ablauf der Probezeit darf der Azubi nur aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Das sind dann gravierende Gründe, wirklich ganz schwerwiegende Gründe, wie zum Beispiel schwere Vertragsverletzungen des Ausbilders. Dann darf der Auszubildende außerdem noch mit einer 4-Wochen-Frist jederzeit kündigen. Aber mit 4 Wochen Frist, auch nach Ablauf der Probezeit, wenn er entweder erstens die Ausbildung aufgeben will oder eine andere Berufstätigkeit anstrebt, sich woanders für eine andere Berufstätigkeit ausbilden lassen will. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, lohnt es sich aber häufig trotzdem mit dem Ausbilder und dem Ausbildungsbetrieb zu sprechen. Unmotivierte Azubis sind in der Regel nicht gewünscht und auch nicht sinnvoll. Wenn du jetzt als Ausbildungsbetrieb deinen Azubi loswerden willst, musst du auch erstmal den Ausbildungsvertrag gucken. Wenn du noch innerhalb der Probezeit bist, kannst auch du als Ausbildungsbetrieb ordentlich mit 4 Wochen Frist entsprechend kündigen. Die maximale Frist für die Probezeit beträgt 4 Monate. Wenn die abgelaufen ist, brauchst du einen wichtigen Grund, dann musst du eine ganz gravierende Vertragsverletzung des Auszubildenden haben. Also wenn der zum Beispiel einfach gar nicht morgens zur Ausbildung erscheint. Ganz wichtig für dich als Auszubildender, aber auch für dich als Ausbildungsbetrieb. Häufig ist Unzufriedenheit beidseitig gegeben. Sprecht einfach miteinander. Versucht gemeinsam eine Lösung zu finden. Streitigkeiten lohnen sich im Bereich der Ausbildung überhaupt nicht. Weder für den Ausbildungsbetrieb noch für den Auszubildenden. Eine Ausbildung in einem Betrieb, der einen nicht mehr will, macht keinen Sinn. Aber wenn der Auszubildende nicht mehr will, macht es für den Ausbildungsbetrieb ebenfalls keinen Sinn, an ihm festzuhalten.